eigentlich, wenn ich eine Woche lang ohne Demokratie lebe. Alter, das ist so ein dystopisches Ding, was du da aufbaust. Allein durch... Aber das ist doch doch! Das ist doch die... Das ist doch die linke... Das geht doch nicht, aber kann doch nicht sagen, dass man nicht ohne Demokratie leben kann. Das ist doch der Riese. Der hat doch hier die ganze Politik durcheinander gebracht in Deutschland. Jetzt. Entschuldigung. Sechs Sachen, die du weggenommen hast. Sechs Grundrechte. Und wenn du dir das vorstellst, wir hätten diese sechs Grundrechte nicht. Das wäre die absolute Dystopie. Ich werde diese Woche herausfinden, was passiert, wenn jeden Tag ein elementares Grundrecht wegfällt. Ich brauche... Lieber Josef, ich brauche nach wie vor bitte einen deiner Hoodies. Ich brauche Menschen machen müde als Hoodie. Es ist mir wichtig. Dankeschön. Herzlich willkommen bei diesem etwas anderen Selbstexperiment. Wir leben in Deutschland in einer repräsentativen Demokratie. Anders als in einer direkten Demokratie, wo BürgerInnen jedes Mal durch Abstimmung politische Entscheidungen treffen, wählt man in einer repräsentativen Demokratie Repräsentanten für jeweils 4 Jahre begrenzte Amtszeit. Wir wählen also Politiker, die uns und unsere Interessen im Bundestag vertreten sollen. Das ist die Idee. Seit 1949 bestimmt die Verfassung unser Grundgesetz und unter anderem unsere Grundrechte. Und von denen schaffe ich jetzt eine Woche lang jeden Tag eins für mich ab. Kurz zu mir, ich bin Josef und arbeite als Regisseur und Drehbuchautor und ich sage ganz gerne mal öffentlich meine Meinung. Und das könnte diese Woche echt zum Problem werden. Kurzer Disclaimer, das ist mein persönlicher Was-wäre-wenn-Erfahrungsbericht. Ich bin weder Politiker noch Soziologe, aber ich habe mich beraten lassen und lasse auch in diesem Video Experten zu Wort kommen. Los geht's. Damit das Ganze nicht so kontrolliert abläuft, ziehe ich jetzt jeden Tag ein zufälliges Grundrecht aus dieser Box, die ich vorher ordentlich durchschütteln werde. Und das fällt für mich dann ab dem Tag für den Rest der Woche weg. Das ist ja mega interessant. Artikel 5. Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Wie fällt das denn jetzt weg? Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Auch wenn Menschen gerne mal behaupten, dass es bei uns keine Meinungsfreiheit gibt, weil sie Hass, Rassismus und Beleidigung unter Meinungsfreiheit verbuchen, gibt es bei uns Meinungsfreiheit. Das heißt nicht, dass man alles sagen darf. Holocaustleugnung ist bei uns zum Beispiel verboten. Ansonsten sind die Grenzen der Meinungsfreiheit das Recht auf persönliche Ehre. Daher bleiben manchmal auch verletzende und diffamierende Begriffe nach unserem Grundgesetz straffrei. Wie zum Beispiel im Falle Künast oder Greta Thunberg und vielen weiteren. Und manchmal fallen solche Diffamierungen sogar im Bundestag selbst. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Für diese Aussage gab es außer einer Rüge keine Konsequenz für Anzeige. Auch der Aufruf zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ist bei uns erlaubt. Political Correctness ist übrigens auch keine Zensur, sondern eine Empfehlung zum respektvollen Umgang miteinander. Wenn ihr euch respektlos gegenüber anderen verhaltet, müsst ihr aber auch damit klarkommen, dass ihr dafür kritisiert werdet. Auch das ist Meinungsfreiheit. Während ich hier ein kleines Experiment mache, sieht es hinsichtlich Meinungs- und Pressefreiheit in den meisten Ländern der Welt nicht besonders gut aus. Nur die weiß gefärbten Länder sind in einer guten Lage hinsichtlich Meinungs- und Pressefreiheit. Und da bin ich jetzt, ohne Meinungsfreiheit. Alter, das würde bei mir im Alltag auch reinhitten. Da dieses Experiment sehr theoretisch ist, habe ich mich mit Experten und politisch starken Stimmen unterhalten. Unter anderem Rezo, er ist Influencer mit einer klaren politischen Haltung. An Tag 1 habe ich direkt die Meinungsfreiheit gezogen. Das stelle ich mir echt schwer vor. Ja, was hast du denn gemacht? Den ganzen Tag dein Maul gehalten? Oder ab da die ganze Woche? Das heißt, du konntest nichts mehr posten. Alles, was du postest, ist ja im Regelfall irgendetwas, was du von deiner Haltung ausdrücken willst. Anders als ihr. Ihr könnt eure Meinung jederzeit unter dieses Video schreiben. Also, was fällt ab jetzt für mich weg? Im Grunde dürfte ich dieses Video gar nicht machen. Ich dürfte mich nicht negativ gegenüber der AfD äußern. Ich könnte auf Twitter nicht mit Politikern streiten. Ich könnte den Staat nicht kritisieren. Ich dürfte auch keine YouTube-Kommentare schreiben oder öffentlich irgendwo meine Meinung sagen. Je nach Regierung würde Kritik an ihr zensiert oder bestraft werden und die Presse wäre nicht mehr frei. Also das gilt ab jetzt, ab heute für mich. Alles. Außerdem durfte ich ab diesem ersten Tag bereits keine politischen Petitionen mehr unterschreiben. Dabei sind solche Unterschriftensammlungen oft ein wichtiges Mittel, um politisch etwas zu bewegen oder zu verhindern. Ich hatte nicht gedacht, dass es am ersten Tag direkt so abgeht, aber das waren die ersten Auswirkungen. Come on, Werbung! Unter der Meinungsfreiheit würde ich Gefahr laufen, für das Äußern meiner Meinung eingesperrt zu werden. Systemkritische Kunst wäre verboten und ich hätte keine kritischen Bücher kaufen oder kritische Plakate aufhängen dürfen.
Also nicht, dass ich das ständig mache oder so. Sag mal, jetzt ganz interessante Zwischenfrage von meiner Seite aus. Zensiert ihr euch selber aufgrund, also nicht, weil ihr es nicht sagen dürftet, aber aufgrund von so sozialem Backlash, weil das mache ich sehr oft. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Ich habe super oft, und das mache ich bis heute leider immer noch, super, 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 super oft schon Tweets, gerade Tweets, ein paar Mal auch Insta-Stories, immer nicht hochgeladen, weil ich dann immer denke, das könnte jemand falsch verstehen. Weil es nicht unbedingt dann immer nur über Humor zu verargumentieren ist. Und das kotzt mich selber mega an, muss ich sagen. Also ich weiß, dass ich die Möglichkeit hätte, das alles zu sagen, aber ich denke mir dann immer so, ich bin so 8 Schritte weiter und denke mir, was würde Kai Uwe, der im Schwarzwald sitzt, dann von mir denken, wenn er das so und so verstehen würde. Und das fuckt mich mega ab, dass ich so denke, weil ich gucke ja in den seltensten Fällen, was heißt in den seltensten Fällen, ich gucke eigentlich wirklich nur hier in den Chat. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kriege die meiste Resonanz von dem, wie Leute über mich denken, kriege ich ausschließlich von euch hier auf Twitch. YouTube-Kommentare, habe ich schon mehrfach gesagt, ist bei mir so ein Ding, da gucke ich vielleicht einmal im Monat rein. Ich weiß, was ich da machen will. Ich weiß, was ich da, dafür brauche ich kein Feedback. Wisst ihr, was ich meine? Instagram gucke ich nur mal rein bei Fragerunden, aber das ist auch kein reelles Feedback. Twitter habe ich schon ganz lange mit aufgehört, Resonanz irgendwie zu lesen. Aber trotzdem traue ich mich nicht auf Twitter alles so rauszuhauen, weil ich mir manchmal denke, das könnte eine Person vielleicht falsch verstehen. Und ich weiß nicht, warum ich das in mir drin habe, weil es eigentlich Quatsch ist und mir auch dann sehr oft im Weg steht bei Sachen, die vielleicht auch Leute genauso verstanden hätten, wie sie gelesen werden sollten. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde Text sehr schwierig bei sowas. Finde ich sehr, sehr schwierig. Ich traue mich auch hier am meisten immer auf alles einzugehen, weil ich hier halt direkt Feedback geben kann. Durch Text Feedback zu geben, wie man das wirklich meint oder so, oder dann nochmal irgendwie was rauszuholen, oder dass ihr auch Gestik, Mimik und so von mir miterleben könnt, ist für mich ein so viel besseres Werkzeug als ein Tweet, weil ich darin einfach nicht so gut bin, glaube ich auch. Aber interessant, dass das auch so viele von euch haben. Hat mich mal interessiert. Danke. Artikel 3. Gleichheit vor dem Gesetz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf benachteiligt oder bevorzugt werden. Okay, in dem Bereich bin ich privilegiert, das heißt, ich werde jemand anders zu Wort kommen lassen. Sarah ist politische Aktivistin mit einer starken Stimme gegen soziale Ungerechtigkeit. Ja, also Gleichheit vor dem Gesetz ist mir persönlich ein sehr wichtiges Grundrecht. Wieso sollte ich mich denn irgendwie auf einen Staat oder auf eine Demokratie einlassen, wenn ich das Gefühl habe, nicht so behandelt zu werden wie alle anderen? Mhm. Das heißt, so dieses Gesetz, das schafft Diskriminierung in der Gesellschaft nicht ab und schafft Rassismus nicht ab, aber gibt mir doch zumindest so ein Vertrauen, dass ich einen Anspruch darauf habe, genauso behandelt zu werden wie anderen. In Sachen Gleichberechtigung sind wir in Deutschland im internationalen Vergleich in den Top 10. Also, wir sind auf Platz 10. Auf Platz 1 ist Island. Also, ich denke, da geht noch ein bisschen was. Ich sag ja, Skandinavien ist in allem weiter. Wir müssen einfach alle nach Skandinavien, Leute. Es ist einfach so. Es wird ein Thema. Würde dieses Grundrecht der Gleichberechtigung wegfallen, könnte der Staat ungleich oder willkürlich bestrafen. Sozial schwächere Menschen oder marginalisierte Gruppen hätten noch mehr Probleme. Wenn es keine Gleichheit mehr vor dem Gesetz gäbe, wer schützt mich denn davor, dann nicht zum Beispiel rassistisch diskriminiert zu werden vom Staat und von der Politik? Ansonsten waren das die theoretischen Auswirkungen des zweiten Tages. Ich war einkaufen, aber musste mehr bezahlen. Ich war spazieren, durfte aber nicht auf Banken sitzen, denn Banken waren nur für die Reichen da. Ich könnte auch weniger Gehalt bekommen, keine Chance auf eine Führungsposition haben, nicht vertragsfähig sein, keinen Ausbildungsplatz bekommen und vieles mehr, wenn die Gleichheit vor dem Gesetz für mich nicht mehr gelten würde. Das klingt schon ziemlich übel, aber gibt es eurer Meinung nach Gruppen in Deutschland, für die das jetzt schon zutrifft? Aber das ist hier jetzt schon hochpolitisch, was du damit ausdrückst. So, weil die Frage ist sozusagen jetzt nicht nur, wie fühlt es sich für dich an, das nicht mehr zu haben, sondern die Implikation ist ja auch, dass wir vielleicht an dem Punkt sind, dass manche Leute schon nicht gleich behandelt werden. Good morning. Artikel 20, Gewaltenteilung, fällt weg. All cops are bitte nicht Nazis. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Was ist eigentlich die Gewaltenteilung? In Deutschland wird die Staatsgewalt in drei Teile geteilt. Die Legislative, die gesetzgebende Gewalt, das sind zum Beispiel der Bundestag und die Parlamente, welche die Gesetze verabschieden. Die Exekutive, die ausführende Gewalt, das ist zum Beispiel die Polizei, aber auch Ämter und Behörden. Und die Judikative, die rechtsprechende Gewalt, das sind unsere Gerichte. Ohne Gewaltenteilung kontrolliert eine Gewalt alle. Das wäre der erste klare Schritt zur Diktatur.
da die Gewalten sich nicht mehr gegenseitig kontrollieren können und die Staatsgewalt nicht mehr vom Volk ausgeht. Der Wegfall der Gewaltenteilung birgt jetzt die Gefahr, dass Fehlverhalten, wie zum Beispiel von der Polizei, keine Konsequenzen mehr hätte. Obwohl man darüber streiten kann, ob das jetzt schon irgendwelche Konsequenzen hat, aber dann wäre es wirklich komplett vorbei. Der Staat könnte wesentlich mehr Willkür walten lassen und es wäre ein klarer Schritt zur Diktatur. Und das waren die Auswirkungen des dritten Tages. Würde ich jetzt jemanden anzeigen, weil er mir Unrecht getan hat oder ich angezeigt werden, könnte ich nicht auf einen fairen Prozess hoffen. Ich kann generell nicht mehr klagen, könnte willkürlich eingesperrt werden oder Strafe zahlen, wenn ich zum Beispiel am vom Staat ungern gesehenen Demonstrationen teilnehme. Das heißt, wenn ich jetzt bei einer Fridays for Future Demo wäre, könnte es sein, dass ich danach im Knast lande. Hm. Boah, Alter, ist das ein Downer-Video, ganz nebenbei. Stimmt aber. Ich hoffe, das wird in der Woche noch besser. Okay, Todesstrafe ist wieder eingeführt. Und damit ist die Würde des Menschen auch eingeschränkt. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Die Todesstrafe gibt es bei uns in Deutschland seit 1945 nicht mehr. Allerdings noch in vielen anderen Ländern. Ich wollte gerade sagen, gibt es auch in übel vielen anderen Ländern und auch noch in einzelnen Teilbundesländern dann manchmal. Welt. Das sind verdammt viele Länder, bei denen die Todesstrafe nach wie vor bei bestimmten Delikten angewendet wird. Vereinigte Staaten von Amerika! Gewendet werden kann. Ziemlich gruselig ist übrigens auch, dass 1977, als der Star-Wars-Film Eine neue Hoffnung im Kino lief, in Frankreich das letzte Mal die Todesstrafe per Guillotine vollzogen wurde. 1977 ist noch nicht so lange her. Wenn es in Deutschland wieder eine Todesstrafe... Viele Sachen sind noch nicht so lange her. Das ist echt mal so ein bisschen sehr gruselig. So, was war das? Es war ein Comedy-Auftritt-Bit. Ich kann den ganzen Kontext auch nicht mehr, aber da wurde mir das auch nochmal so sehr bewusst, wo dann irgendwie gesagt hat, dann war ich letztens bei irgendwem und dann hat er auch gesagt, ja, Sklaverei ist ja auch so 2000 Jahre her. Und dann war der auch so, ach ja, Sklaverei ist 2000 Jahre her. Ist noch nicht so lange. Nee. So, das auch irgendwie ist sehr viele Sachen, die sehr schlimm waren, sind schon noch sehr nah an uns allen dran. So, da muss man sich auch erstmal bewusst bleiben. Nur weil wir das alle nicht kennen und das unsere Realität ist, heißt es nicht, dass es noch eine ganz andere gibt, die sehr nah an uns dran war, die echt richtig wack war. So, nur weil das Schlimmste ist, was wir jetzt gerade kennen, heißt es nicht, dass es das Schlimmste ist, was jemand anders kennt. So, das war absolut absurd. Aber es war sehr... Sklaverei gibt es natürlich auch immer noch. Aber da ging es spezifisch um den Fall in Amerika. Dementsprechend schwierig, einen Witz zu erklären, ohne den Witz irgendwie zu... Ich mache einfach weiter. Müsste man sich fragen, für welche Delikte sie eingesetzt werden würde. Im Zweifel würde es ja reichen, wenn man kein Fan der herrschenden Partei ist und sie einen einfach umbringen. Ist ja nicht so, als hätte es diesen schrecklichen Zustand nicht vor 75 Jahren schon mal gegeben. Da merkt man erstmal, was wir alles erarbeitet haben. Das spürt man ja im Alltag nicht, dass sowas bei uns festgelegt ist. Aber wenn man sich vor Augen hält, stell mal vor, das ist weg, dann merkt man ja erst, wie absurd mittelalterlich das wäre, an diesem Stand wieder zu sein. Oder wie absurd mittelalterlich das war, dass wir mal an diesem Stand waren. Dass andere Länder immer noch an diesem Stand sind. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Ich persönlich gehe immer wählen. Ich finde es elementar, wählen zu gehen und seine Stimme zu nutzen. Tatsächlich gibt es in Deutschland aber Millionen Menschen, die nicht an der Bundestagswahl teilnehmen können. Dazu gehören über 80.000 Menschen mit Behinderungen, Menschen, die teilweise seit über 10 Jahren in Deutschland leben, aber keine Aufenthaltsgenehmigung haben und die meisten Obdachlosen, da sie nicht im Melderegister eingetragen sind. Junge Menschen dürfen ja auch nicht wählen gehen, selbst wenn sie vielleicht genauso mündig sind, politische Entscheidungen zu treffen wie ältere Menschen. Also eine Demokratie ist es am fünften Tag schon lange nicht mehr und jetzt kann ich mich auch nicht mehr aktiv an der Politik beteiligen. Wenn das Wahlrecht wegfällt oder missbraucht würde, könnte es bei uns wie in Russland aussehen. Wahlperioden könnten willkürlich verändert werden, der oder die Bundeskanzlerin könnte sich künstlich an der Macht halten und die Verfassung ausheben oder Wahlen gleich komplett verbieten. Artikel 9 Versammlungsrecht. Ist es bei Corona eigentlich auch schon eingeschränkt gewesen? Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Ein wichtiges Element des Protestes wäre nicht mehr möglich. Ich könnte mich nicht mehr auflehnen. Interessenbildungen oder Gewerkschaften wären verboten. Also Fridays for Future oder Black Lives Matter
wäre einfach nicht mehr erlaubt. Falls ich trotzdem zu einer Demo gehen würde, müsste ich damit rechnen, verhaftet oder zusammengeschlagen zu werden. Wenn ich ohne dieses Grundrecht was verändern wollte, müsste ich jetzt in den Untergrund gehen. Und das ist leider gar nicht so abenteuerlich, wie es klingt, sondern ziemlich einsam und anstrengend. Alter, das ist so ein dystopisches Ding, was du da aufbaust. Allein durch jetzt 6 Sachen, die du weggenommen hast, 6 Grundrechte. Und wenn du dir das vorstellst, wir hätten diese 6 Grundrechte nicht, das wäre die absolute Dystopie. 6 Gesetze. Also nicht viel. Nicht viel. Professor Mannemann ist Politikphilosoph. Krass, und ey. Wie schnell es auch geht, ne? Wie schnell. Das ist so gruselig. Das ist wirklich sehr gruselig. Rektor des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover. Deswegen sagen auch immer alle, Demokratie ist so fragil. Braucht nicht viel, ne? Gesellschaften ohne solche Grundrechte sind Angstgesellschaften. In Angstgesellschaften ist es Menschen nicht erlaubt, die Stimme zu erheben. Und wenn Menschen dadurch, dass sie ihre Stimme nicht erheben können, stimmlos gemacht werden, dann fühlen Menschen sich ausgeschlossen aus dieser Gesellschaft und sie empfinden das als Demütigung. Und auch das zerstört unsere Selbstachtung und unser Selbstwertgefühl massivst. Dieses Selbstexperiment macht mir leider wahnsinnig schlechte Laune. Wir haben in Deutschland mit Sicherheit eine Menge Verbesserungsbedarf, was unsere Demokratie angeht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass nur eins dieser Grundrechte wegfällt, kriege ich Zustände. Und so wie sich das für mich anfühlt, fühlt es sich wahrscheinlich für viele jetzt aktuell bei uns lebende Menschen jeden Tag. Letzter Tag und es sind noch einige Rechte drin. Ich bin gespannt. Okay, alles klar. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sorry, dass ich darüber lache, aber es ist einfach, also, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was ich ziehen könnte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen wurde eigentlich ja schon an Tag 4 mit dem Einführen der Todesstrafe gekickt. Nach einer Woche voller wegfallender Grundrechte würde ich jetzt aber gerne wissen, welche uns noch fehlen. Mir fallen spontan die Grundrechte für Kinder ein, die sind nämlich nicht explizit im Grundgesetz verankert. Dass jegliche Entscheidung vor der Basis getroffen werden muss, ob sie zerstörerisch gegenüber den Lebensgrundlagen von jetzt oder den Lebensgrundlagen der zukünftigen Menschen, der zukünftig lebenden Menschen handelt. Ich glaube, es braucht soziale Grundrechte. Es braucht das Recht auf Wohnen zum Beispiel. Also ich finde, ein Dach über dem Kopf ist genauso ein Recht wie nicht zu verhungern. Und aus dem Recht aufs Wohnen ergibt sich für mich zum Beispiel, dass man dafür sorgen muss, dass jeder immer die Möglichkeit hat, Wohnraum zu bekommen. Und hat die Grundbedürfnisse. Und all diese Grundbedürfnisse sollten auch Grundrechte sein. Schreibt mir sehr gerne eure Grundrechte auf Instagram, Twitter oder hier in die Kommentare unter dem Hashtag meine Grundrechte. Ich freue mich sehr, von euch zu lesen und würde mich wirklich interessieren, was ihr für Grundrechte euch noch wünscht für unser Grundgesetz. Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass bereits mit dem Wegfall eines einzelnen Grundrechts das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben eingeschränkt ist. Nicht nur er gelernt, habe ich auch schon jetzt dadurch gelernt und das beunruhigt mich irgendwie, weil ich habe so irgendwie so eine innere Unruhe und ich weiß nicht, ob es ein gutes Gefühl ist. Ich bin auf der einen Seite sehr glücklich, aber auf der anderen Seite habe ich so eine neue Unruhe, die kenne ich auch nicht von mir. Und man zum Spielball der Mächtigen wird. Daher bestärkt es mich umso mehr, mich aktiv an der Gestaltung der Demokratie zu beteiligen und wann immer es mir möglich ist, meine privilegierte Position zu nutzen, um Bevölkerungsgruppen eine Stimme zu geben, die ganz gern mal überhört werden. Und sonst kann ich euch nur mitgeben, geht wählen, nutzt euer Mitspracherecht. Recht. Benutzt den Wahl-O-Maten, wenn ihr wissen wollt, welche Partei eure Interessen vertritt. Ist dieses Jahr nicht Wahljahr? Ja, ne? Dieses Jahr ist doch Wahljahr. Wen wählt ihr? Sagt mal in den Chat. Unterschreibt Petitionen bei Change.org oder Compact. Nehmt an Demos teil und mischt euch ein, wenn die Grundrechte anderer verletzt werden. Schweigen wird als Zustimmung gedeutet. Also engagiert euch. Zum Beispiel auch in der offenen Gesellschaft, die mir sehr bei diesem Video geholfen haben. Vielen Dank an die offene Gesellschaft Langenhagen und die offene Gesellschaft Berlin für ihre Unterstützung. Ohne sie würde es dieses Video nicht geben. Herzlichen Dank auch an Sarah Lee, Rezo, Professor Jürgen Mannemann, Dominik Hammes, Paul von Ultralativ und vielen Dank an Lea, die für dieses Projekt die Kamera und die Animationen übernommen hat. Ich bin sehr froh, dass es nur ein Experiment war. Lasst uns dann arbeiten, dass es eins bleibt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen was anderes war. Und freue mich sehr, von euch zu lesen. Bis bald.